Sigilian. Oh. Aha. Ich suche den Braumeister, Hakuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Skarabäus, den Schatten, der Sais verdunkelt. Sch, bitte. Sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. Na gut, ein Plätzchen. Die Zeit läuft uns davon. Es gibt viele schlimme Geschichten über den Skarabäus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Aber das sind nur Geschichten. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Skarabäus? Wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. Okay. Die Nachforschungen von Hakufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sais ergeht es nicht anders als Siva. Aha. Gut. Der letzte Mann, der Fragen über den Skarabäus stellte, wurde halb totgeschlagen. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Wer war's? Der alte Gupa, der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawab, ist sein Enkelsohn. Hey! Keine Lust zu gewinnen? Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Nein, er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen. Gibt es Neuigkeiten von Jeska? Nichts, seit die Soldaten dieses Dämons sie verhaftet haben. Niemand entkommt aus der Festung des Feuerteufels. Wie ungerecht. Sie wollte uns aus Sais herausbringen. Nichts ist gerecht. Beten wir, dass die Götter Kleopatra zu ihrem rechtmäßigen Thron verhelfen. Gibt es Neuigkeiten von Jeska? Nichts, seit die Soldaten dieses Dämons sie verhaftet haben. Niemand entkommt aus der Festung des Feuerteufels. Wie ungerecht. Sie wollte uns aus Sais herausbringen. Nichts ist gerecht. Beten wir, dass die Götter Kleopatra zu ihrem rechtmäßigen Thron verhelfen, um uns dann von allem zu erlösen. Das sind zwei Kerle, die aber eine Frauenstimme im Spiel haben. Okay.
auch nicht schlecht. Was ist denn da hinten? Ne? Ich glaube, wir haben alle. Wir stehen da. Alter, laufen hier viele Patrouillen rum. Der trainiert dort. Okay. Da sind zwei. Hier hinten sind zwei Dinge und da sind zwei. Also sind Mitte. Okay, mal sehen, wann die Löwen rausholen können. Muss ich vorsichtig sein. Was machen wir mit dem Bettler, den Markus im Zelt des Offiziers geschnappt hat? Wenn er die Tracht Prügel der Männer überlebt, verkaufen wir ihn für eine Drachme am Hafen. Wusstest du, dass er stumm ist? Na dann, für eine halbe Drachme. Okay, die laufen jetzt. Ach, eine Hyäne ist das. Hauptmann? Hey, was? Nein. Hey, halt die Waffe griffbereit. Verstanden. Ich bin auf der Hut. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Okay. Das steht jetzt ganz ungünstig. So, einmal wegrollen hier. Ne. Das war zu früh.
Ich kann hier noch das Pferd aufladen. Okay. Gupa, ich hol dich hier raus. Oh, falsches Pferd. Dahin. Ich glaube, du überlebst. Der Skarabäus nahm dir die Zunge. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass er stirbt. Halt! Bleib stehen! Tagelöhner! Unternehmer! Wanderer! Sucht nicht hier nach Trost! Macht euch auf den Weg in das... Großvater! Geht es dir gut? Ist er verletzt? Nee, das verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter! Großvater ist verletzt! Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Taharka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Der zittert herum, das sieht aus. Wow. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sefetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. Hey Arno,
Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Ach so. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Warum wollen die das nicht? Der eine sagt, er ist tot, die auch. Ist er wirklich tot? Kann ich dich mit etwas locken? Ja. Nee, warte mal. Auf bald! Wir haben Ausrüstung. Haben wir hier was Neues? Großwildbogen. Der macht 225 Schaden, der macht 203 Schaden pro Sekunde. Dafür, ja klar, der braucht natürlich weniger Pfeile, weil er pro Pfeil mehr Schaden macht, aber in der Sekunde halt nicht. Weil das macht er ja zack, zack, zack. Kann er ja schießen. Den Morgenglanz kann man leider nicht verkaufen. Was haben wir hier noch? Boah. Kritische Schaffenschein, Antrandonite, die Generation, okay. Doppelklinge, haben wir natürlich kein Schild mehr, ne? Hier haben wir 129. Okay, 129 schon. Gut. Hier können wir nichts anderes. Schild. Haben wir da was Neues? Nee. Alles klar. Oh, Fähigkeiten. Bevor ich es wieder vergesse. Das ist immer so eine Sache, ne? Was machen wir jetzt als neues Fähigkeit-Ding? Im Konzern und Geschäften kaufen Schmiede und Weber verkaufen unterschiedliche Materialtypen. Das ist natürlich gut, dann kann man das Geld auch mal ein bisschen loswerden. Hilfsmittelkill, Und Tat, Zwei Bogen, Spielmodus, GNF, sind betäubt, okay, es könnte nützlich sein, das ist auf jeden Fall geil. Und Gefeil ist auch geil. Punkte haben wir aber nur 3. Ich mache erstmal die Materialien. Sein Angriff, okay. Im Schild muss gehen an, indem du E drückst. Das ist natürlich auch gut. Okay. Das können wir auch parieren. Und gleichzeitig Gegenangriff. Warte mal, Hafenmeister, Hafenmeister. Kann ich helfen, Reisender? Mach's gut. Hafenmeister. Ist das der Hafenmeister? Einen schönen Tag, Neb. Brauchst du heute vielleicht ein paar Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon.
Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon. Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Cefeto ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Cefetos Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Die beste Schmiede von Zeiss! Okay. Oh, warte mal, da gibt's Spezialsachen. Entschuldigung. Kann man hier schon alles verkaufen? Keule war immer mal noch. Schon nochmal 4000. Aber die Kiste lohnt sich jetzt momentan auch nicht, weil wir eigentlich nicht wissen, was da rauskommt. Oh, hier ist noch einer. Oh. Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Das gibt's nicht. Können die mir nicht helfen? Da fehlt doch noch irgendwas. Irgendwas. Oder irgendeiner. Das Untersuchungsgebiet ist doch hier, ne? Können wir weiter reinzoomen? Nee. Rote Heruje! Fixum er! Hyre for innocent! Chai position gerecht! Komm, lass mich deinen Geldbeutel erleichtern. Lass mich deinen Geldbeutel erleichtern. Nee, okay. Da lang auch nicht. Okay. Mal ein bisschen hier die Grenzen abstecken, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Das ist aber wirklich nur der Markt. Das heißt, irgendwas haben wir übersehen. Aber was? Gut, warum dürfen wir eigentlich auch nicht wirklich was? Irgendwas haben wir übersehen. Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Händler sind noch tagsüber verfügbar. Es wird nachts. Alles klar. Wir machen Tag. So. Mal schauen.
Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? Ich will dich zu nichts überreden. Aber ich... Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht. Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist... verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Ja, warum glauben wir, er ist tot? Weil es alle gesagt haben. Jetzt sprich weiter. Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht. Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Oh. Leute. Okay. Dann setzen wir uns hierher. Und es wird Nacht. Okay. Jetzt ist die Frage. Drei Punkte, oder? Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Cefeto. Ja, ja. Ich glaube, da dürfen nicht so nah ran. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Cefeto. Komm, guck weg. Guck weg. Okay. Ich weiß nicht, ob diese Soldaten... Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Ob die Soldaten uns verraten könnten. Das weiß ich nämlich nicht. Warum steht jetzt einer? Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cefetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cefeto. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cefeto nicht sieht,
kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Sefetus Männer beobachten den Hafen wie Falken. Okay.